Zwar beträgt es nach Darstellung der Zeitung nicht die bisher vermutet 800.000 Euro, sondern geht eher in die Richtung 2 Millionen Euro. Dies sei gestern von mehreren Seiten bestätigt worden, so das Blatt. Das hat heute Abend und in der Nacht kann man sagen, Spender sind die Bildweihe Tiefstwerte zwischen 7 und 12 Grad. Morgen zunächst nicht trüb und Nachmittag vereinzelt Sonne. Am höchsten Temperaturen zwischen 14 Grad in der Eifel und 18 Grad in Flandern. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Nordost. Und die Wetteraussichten am Tag nach freundlich bei milden Temperaturen bis 17 Grad. Ab Freitag kälter und gelegentlich geschauer.